Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Heute sprechen wir wieder über eine Darstellungsvariante, über ein Diagramm. Das letzte Mal haben wir dieses Balkendiagramm gemacht, da ist es wieder. Das ist unsere Sachen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Jetzt möchte ich einfach etwas anderes herzeigen. Ja? Ich lösche das. Wie löscht man Diagramm wieder? Ja? Man markiert es, drückt Entfernen. Es war jetzt nicht so schwer. Ne? So, wir haben gesagt, fügen wir ein Diagramm ein. Wir gehen auf Einfügen, da ein Diagramm und dieses Mal suchen wir uns so einen 2D-Kreis aus. Da schaut er so, der macht schon wieder irgendwas. Birgit Anders, Franz Berger. Naja, schauen wir mal, was das automatisch herreißt. Gar nichts. Gar nichts. Ja? Ist das nicht schön? Diese Automatismen, mir gefallen sie ja nicht. Ja? Mir gefallen sie ja nicht. Aber okay. 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 Wenn so etwas passiert, ja, geht man hier auf Daten auswählen, rechte Maus aufs Diagramm, Daten auswählen und dann entfernt man den ganzen Mumpitz hier. Ja. Ich habe gesagt, ein leeres Diagramm ist mir mal lieber. Ja, und das ist der Grund, weil diese Automatismen, die funktionieren nur, wenn man das hier in einer gewissen Art und Weise schon designt und ich möchte mich ja nicht so einschränken lassen von Excel. Okay? Deswegen mache ich ein leeres Diagramm. So, und jetzt sollen wir Daten auswählen, hinzufügen. Ja, Reihenname ist Kopierkosten, Gesamt. Machen wir Gesamt. Soll der Reihenname sein. Ja? Und die Reihenwerte sind das hier. 1, 2, 3 steht da. Pickerbocker, nein. Haben wir auch gelernt. Da bearbeiten. Gell? Achsbeschriftung 1. Machen wir so. AA, CB, KAL. Na bitte, das schaut ja schon ganz gut aus. AA, andere Abteilung. Chefpartie und Kalkulation. Tortendiagramm. Tortendiagramm heißt das. Machen wir ja kleiner. Ja. Schaut gut aus. Können wir auch wieder hier mit dem Plus hinzufügen. Vielleicht Datenbeschriftungen wäre nicht schlecht, dass wir das ein bisschen erkennen. Ja, das schaut aber wieder nicht. Schaut ganz gut aus. Und jetzt machen wir es nur fancy. Jetzt können wir nämlich hier Datendiagrammtyp ändern. Und zum Beispiel so einen 3D-Kreis machen. Mayo, schaut jetzt nicht so viel anders aus, würde ich sagen. Ja. Schauen wir, bringen wir das noch anders hin. Diesen Kreis hier nehmen. Ah, können wir es auseinanderziehen. Das schaut ja wirklich cool aus jetzt schon. Ein bisschen auseinanderziehen. Ist ja zerstückelt. Hat mir vorher besser gefallen. Was mache ich, wenn es mir vorher besser gefällt? Steuerung Z. Oder hier oben Undo. Ja, Pfeilchen retour. Das da. Pfeilchen retour. Bringen wir es wieder hin, so wie es einem gefällt. Tortendiagramm. Okay. Tortendiagramm war relativ einfach. Ja. Lassen wir das Tortendiagramm wieder verschwinden, ja, und sagen, einfügen. Diagramm, was gibt es denn da noch? Dunkel, da gibt es ja noch was. Ja. Kreis aus Kreis. Jetzt probieren wir das einmal aus. Man kann sich da ein bisschen spielen. Ja. Daten auswählen, hinzufügen, Datenreihenname, Kopierkosten, Reihenwerte, das da. Okay.
Da sehen wir, was jetzt passiert. Also was ist dieses Blaue hier? Das haben wir nicht. Wie können wir festlegen, welche Diagramm jetzt zusammengezogen ist? Ja? Daten auswählen. Bearbeiten. Punkt 13. Also die Meinung des Diagramms ist ja klar, nicht? Also hier, dieser Teil wird von diesen vier Personen hier nach dieser Aufteilung gemacht. Ja? Wer denn zweite Zeichnungsfläche? Da haben wir schon. 4. Was ist, wenn ich sage 5, 6, 7? Rein aufteilen mit Benutzer definiert. Und hier kann ich jetzt praktisch auswählen, erste Zeichnungsfläche oder zweite Zeichnungsfläche. Benutzerdefinierte Aufteilung, also pass auf, anders, ja, ist das da. Anders ist andere Abteilung, erste Zeichnungsfläche. Berger ist Kalkulation, erste Zeichnungsfläche. Konrads, Chefpartie, das ist zweite Zeichnungsfläche, haben wir schon rüben. Dann Titel, Chefpartie, zweite Zeichnungsfläche, ja. Dann Ertel, ist der da, andere Abteilung, erste Zeichnungsfläche. Gut, dann ist der Franz. Wo findet ihr den jetzt wieder? Das muss... Achso, der hat nichts, den finde ich nirgends. Ja. Gruber, ja, das ist der dunkelblaue, das ist der. Hoffentlich bleiben wir drauf stehen. Gruber, ja. Was ist der Gruber? Ist der Kalkulation... Den gebe ich rüber in die erste Zeichnungsfläche. Gut. Dann der Huber. Der Huber ist andere Abteilung, erste Zeichnungsfläche. Ich möchte in der zweiten Zeichnungsfläche nur die Chefpartie haben. Ja, der Ibrahim, der gehört schon in die zweite Zeichnungsfläche, das passt. Jelencic, der gehört in die erste Zeichnungsfläche. Ja. Krona, das passt, dass der da ist, und Lechner, andere Abteilung, gehört auch in die erste Zeichnungsfläche. So, und da sehen wir jetzt praktisch alle Abteilungen. Das blaue Feld hier, das ist die Chefpartie, ja, und die Chefpartie teilt sich in diese Elemente auf. Ja, und da können wir auch sehen, aha, da gibt es in der Chefpartie gibt's eine Person, die hat ja gar nichts. Also wenig kopiert, dann und die anderen drei teilen sie es ungefähr zu einem Drittel. Also so kann man praktisch einen Teil, also wirklich, indem man sagt, ja, diese Reihe anklicken. Wie kommt man hierher überhaupt? Zuerst war es ja so ausgeschaut. Ja? Und dann Doppelklick drauf. So kann man das machen. Ja? Oder man geht da um auf Format und macht das so. So formformatieren auf. Dann kommt auch das. Ja? Reihen Optionen gibt es hier und dann gibt es auch, genau, das ist hier die Reihen Option und das ist nachher kontextmäßig. Und da kann man dann auch eine Füllung machen, kann man wieder andere Farben geben, da kann man das alles relativ genau einstellen. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel, dass der Berger soll nicht orange sein, sondern das soll so quietsch. Quietschgrün. Ja. Passt. Könnte ich praktisch jetzt die Chefpartie zum Beispiel in allen möglichen Orangetönen einfärben. Ja. Orange. Hellorange. Nur hellorange. Und blassorange. Ja. Und das da ist dunkelorange, weil das ist die Chefpartie. Zum Beispiel. Ja. So könnte man das machen.
Ja, also wie gesagt, da rüben, rein Optionen anklicken, rein Optionen und nachher aufteilen. Erste Zeichnungsfläche, zweite Zeichnungsfläche. So funktioniert das hier mit diesen Kreisdiagrammen. Wer es braucht. Wer es braucht. Das nächste Mal schauen wir sie an, wie das denn ausschaut. Werden wir mehrere Kopierkosten über mehrere Monate. Das ist jetzt nur eine Kopierkoste, sagen wir für einen Monat. Und jetzt werden wir, das nächste Mal werden wir mehrere Monate anlegen und werden uns das Ganze anschauen, was können wir da für ein Diagramm machen. Ja? Ein Monat nach dem anderen. Liniendiagramme. Schauen wir sich das an. Ja? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.